Wojtek soll seine Frau Marie umgebracht haben. Was? Psst. Warum hat er das denn gemacht? Psst, nicht so laut. Das heißt, sie hat ihn betrogen. Mit dem Tambourmajor. Was? Psst. Ist ja gut. Also, der Tambourmajor ist ja ein sehr kräftiger Kerl mit viel Geld, oder? Ja. Und der Wojtek, der hat halt nicht so viel Geld wie der Tambourmajor. Und die Marie ist ja auch eine echt hübsche Frau. Da hat sich der Tambourmajor die Marie erklärt. Dann hat Wojtek Marie umgebracht. Genau. Hallo, schöne Frau. Oh, guten Tag, Herr Tambourmajor. Haben Sie auch mitgekriegt, dass der Wojtek die Marie umgebracht hat? Ja, schon schlimm, was Menschen tun. Aber vergessen wir Marie. Du bist eine wunderschöne Frau. Wie kannst du nur? Jeder weiß, dass du was mit Marie hattest. Wen interessiert denn Marie? Sie ist tot. Das Leben geht weiter. Wie kannst du nur so gefühlslos sein? Ich sprich mich nie wieder an und lass mich in Ruhe. Los. Los. Scheiße! Alter, das kann doch nicht sein! Ich sag kurz auf und zeig dir das. Boah! Ja, genau, ich dreh. Na, Entschuldigung. Nein, jetzt hab ich gerade den perfekten Blick. Ja, genau! Scheiße! Egal, von euch. Ja, dann muss die Zeitung ein bisschen weiter so. Na. Ja, verwackeln, komm, wir wackeln ein bisschen mehr. So, so kurz vorm Lachen. Leute, wir müssen das. Verkackt. Ich bin euch einmal ernst, ne? Nein! 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 Nein, das war nicht! Nein, da hätte ich auch voll ein Backface drauf gehabt. Treten, nicht schlagen. Dann checkst du das ja egal.